Wettkampftag 1 bei Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Und damit hallo und wieder Servus hier in Nesselwang. Ich habe mich jetzt mal hier unter die Mädels, unter die Skilangläuferinnen gemischt. Und bei mir hier direkt die Elena. Elena, wie gefällt es denn dir bisher so? Ja, ist super geil hier. Super geil, das freut mich. Ja. Ihr hattet heute euren ersten Wettkampf. Wie lief das für euch? Ja, die Strecke war ein bisschen vereist, aber sonst lief es alles ganz gut. Wir haben Down 20 Sekunden schneller geschlagen und das war unser Ziel, ja. Und sonst haben wir sehr viel Spaß und wir freuen uns riesig, dass wir hier sein dürfen. Und ja, alles super gelaunt hier. Das sieht man auch. Eure Brillen sind übrigens sehr, sehr schön. Ja, ja, morgen ist dann der zweite Wettkampftag. Was habt ihr euch für diesen Tag vorgenommen? Ja, auf jeden Fall, dass wir wieder Down schlagen und dass wir denen unsere Stärken zeigen. Und wir... Ja, dann hoffen wir mal, dass das klappt und drücken euch ganz fest die Daumen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns erstmal den ersten Wettkampftag vom Skilanglauf an. Jugend trainiert für Olympia, Jugend trainiert für Paralympics, Wettkampftag Nummer 1. Dieser Skilanglauf ist alles andere als das gemütliche Skiwandern beim Kururlaub. Das liegt vor allem an der Strecke. Das ist ein Wettkampf. Bei dem Wettkampf werden viele technische Varianten abgefordert. Also Richtungsänderungen, Schlupftore, Achterlaufen, Stöcke ablegen, Beinarbeit, Tretorgel, dann Anstieg mit Richtungsänderungen, Slalom, Sprungschanze, Bodenwellen, Drehung und ins Ziel. Diesen anspruchsvollen Parcours beherrschen die Schneeländer, ist ja klar, besonders gut. Allen voran Jessica Löschke aus Oberwiesenthal. Sie wird bei den Mädchen in der Wettkampfklasse 3, das sind die 12- bis 15-Jährigen, erste mit 5 Minuten und 52 Sekunden. Also es ist schon cool, vor allem wenn das ganze Team wie bei uns heute so richtig gut war. Wir liegen jetzt in Führung und da ist man schon glücklich. Für die 2 Kilometer brauchen Teamkollegin Linda Schumacher und Karen Weiß 16 Sekunden länger. Dieses Aufeinandertreffen der drei Mädels gibt es aber nicht nur bei JTFO, sondern auch beim DSC Cup, wo die Nachwuchstalente der Republik in 6 Rennen gegeneinander fahren. Der Führende nach allen Wettkämpfen ist dann DSC-Champion, aber nicht alle sind solche Cracks wie die drei hier. Also es ist natürlich schön, dass die sich auch mit beteiligen, auch wenn sie nicht so gut sind und trotzdem hier dran Spaß haben und einfach mitmachen und mitfahren. Und die Platzierung am Ende ist ja egal, Hauptsache man hat mitgemacht und es hat Spaß gemacht. Bei den Schülern mit Sehbehinderung fährt auch ein Weiß mit. Er ist der Bruder von Karen, die gerade Dritte wurde. Hier fährt er im Team mit der kleinen Leonie. Über die 1 Kilometer lange Strecke ist er ihr Begleiter, denn sie hat nur eine Sehkraft von 10%. Da ist eine große Bruderfigur doch ganz gut. Das macht natürlich Spaß, Leonie zu betreuen und ihr das Langlaufen auch in so einer durch den Parcours zu laufen und alles macht ja einem selber auch Spaß. Und dann noch zu sehen, welche Fortschritte sie macht. Leonie wurde dann mit 7 Minuten 3 Sekunden das beste Mädchen. Herzlichen Glückwunsch. Und dann wurden die Jungen auf die Strecke gelassen. Die Jungs, die Wilden. Da ging es richtig rasant zur Sache. Und nicht wundern, diese beiden sehen sich aus gutem Grund ähnlich. Sie sind Zwillinge. Ist doch schon ein wenig komisch, oder? Ja, eigentlich ist es auch nicht groß anders wie mit meinen Kumpels da. Also ja, irgendwie ist es auch lustig. Bei den Hänslers lief es aber heute eher durchwachsen. Während Björn dem eisigen Parcours ganz gut trotzte, haderte Daniel mit seiner Ausrüstung und dann noch ein Sturz. Alles andere als optimal, ja. Und wenn sowas passiert, wird da als Bruder dann auch mal gestänkert? Ja, es ärgert sich dann kurz, aber ich meine, gegen einen Kumpel zu laufen ist ziemlich gleich letztendlich. Na dann ist ja gut. Ganz schön harmonisch alles. Morgen ist dann noch ein Tag Langlauf, da geht's in den Staffeln richtig rund. Ich bin jetzt an der Skisprungschanze in Füssen. Ihr seht, die wird gerade präpariert für die Skispringer, die hier nachher loslegen.
Ja, für mich ist es das erste Mal, dass ich beim Skispringen live dabei bin. Und ich dachte mir, wenn ich schon mal hier bin, dann lasse ich mir mal von einem richtigen Profi erklären, wie das Ganze zu funktionieren hat. Cindy, woher kommst du denn eigentlich? Ich komme aus Thüringen. Aus Thüringen. Also für Thüringen geht Cindy an den Start. Und Cindy, du, habe ich mir sagen lassen, bist ein richtig kleines Skispring-Talent. Kannst du mir mal zeigen, wie man sich da eigentlich so hinhockt? Also man lässt sich von den Balken los und geht dann so in die Anfahrtshocke. Ich versuche es mal nachzumachen. Guck mal, wie sieht das aus? Ist das gut? Ja, die Beine ein bisschen weiter auseinander. So? Ja, so ist es okay. Okay. Und wie geht's dann weiter? Ja, also man muss dann halt den Schanzentisch meistens genau treffen und dann springt man halt ab und dann fliegt man. Man muss die Körperspannung sehr behalten. Und, ja. Und was ist für dich das schönste Gefühl dann beim Springen? Der Flug. Der Flug, das glaube ich. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen nachher, Cindy. Ja, ich weiß jetzt, wie es theoretisch zu funktionieren hat, aber wie das Ganze dann praktisch aussieht, das weiß mein Kollege Oliver Mettich. Höher, schneller, weiter. Begriffe, die für diese Sportart wie gemacht sind. Skispringen, eine Disziplin, wo Material und Mensch eins werden, um den vielleicht größten Traum der Menschheit für wenige Sekunden wahr werden zu lassen. Das Geniale an dem Sport ist dieses Fliegenwollen. Eigentlich der Traum der Menschheit, sich in der Luft zu bewegen, der wird hier wahr. Und das ist die Faszination Skispringen. Einfach sich in der Luft zu bewegen, frei zu sein und fliegen zu können. Bei der Sprungschanze in Füssen-Bad Faulenbach handelt es sich um eine 20 Meter lange Schanze, die wie gemacht ist für die Jahrgänge 2004 und 2005. Auf der zum Teil aus Schnee und zum Teil aus Keramik bestehenden Anlaufspur duellieren sich im Vergleich zu den anderen JTFU und JTFP-Wettkämpfen nur 5 Bundesländer. In 2 Durchgängen kämpfen Mädchen und Jungen gegeneinander um die beste Weite und die perfekte Landung. Und wir dürfen mit Stolz sagen, dass wir hier den besten Skisprung-Nachwuchs von Deutschland am Start haben. Also bessere haben wir nicht. Wir sind stolz, dass wir die hier haben. Und wir hoffen natürlich jetzt auch mit den Ergebnissen von Falun, mit den Goldmedaillen, wo wir in allen Disziplinen gewonnen haben, dass wir da die nächsten Weltmeister sichten können. Ja, und um den oder die Beste herauszubekommen, dienen diese Kameras. Zusammen mit den auf der Strecke platzierten Kampfrichtern bilden sie ein zentimetergenaues Messverfahren. Bereits nach wenigen Sekunden ist klar, wer ist hier wie weit gesprungen. Also wir stellen die Kameras ein, dann werden die Linien eingezeichnet. Also man sieht ja an den Ästen auch, die da drin sind, wo wir die Linien haben können, an denen orientieren wir uns. Und wenn der Springer landet, dann kann der Computer genau sagen, an der Position, wo er halt steht, das ist jetzt die gemessene Weite. Computer hin oder her, am Ende kommt es auf die eigene Leistung an und da waren am ersten Wettkampftag vor allem diese drei Herren ganz vorn dabei. Platz 1 sicherte sich Tristan Sommerfeld vor Yannick Feist und Lukas Mach. Das ist ein cooles Gefühl, hier zu gewinnen. Und mein Team hat mich ganz sehr unterstützt. Das war richtig schön. Wir hatten natürlich uns einen guten Platz erhofft, aber dass wir natürlich gleich einen Erstplatz abräumen, damit haben wir nicht gerechnet. Das ist natürlich schon eine sehr schöne Sache. Skispringen, eine Sportart mit junger Geschichte, bei Jugend trainiert für Olympia. Doch bei diesen Bildern kaum noch wegzudenken. Wir schlittern hier wortwörtlich von einem Highlight zum nächsten. Genau genommen jetzt zum Ski-Alpin-Teamwettbewerb Parallelslalom. Bei mir ist jetzt hier der Finn. Finn, woher kommt ihr denn? Wir kommen aus Nordrhein-Westfalen. Wo trainiert man denn da für Ski-Alpin? Wir trainieren im Sauerland und manchmal auch in der Skihalle. Oder an Wochenenden im Winter trainieren wir auch oft irgendwo in Bayern oder so. Oder in Österreich. Jetzt steht ja der Teamwettbewerb direkt vor der Tür. Ist das denn irgendwie was Besonderes, was anderes? Ja, schon, weil man halt mit der ganzen Mannschaft fährt und da ist halt viel mehr Teamgeist und wenn einer mal nicht 100%
fährt das, was er kann, dann können die anderen es ausbaden oder ja, ist halt Macht. Ah. Das heißt, ihr seid auch so ein Team, was bestimmt richtig gut zusammenhält, oder? Ja. Ja, das glaube ich euch. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß gleich und dann schauen wir uns doch jetzt einfach mal an, was hier beim Ski-Alpin-Teamwettbewerb los war. Für viele, für ganz, ganz viele ist das der Höhepunkt des Winterfinals. Ski Alpin, der Mannschaftswettbewerb am Vormittag, wurden bereits die vielseitigsten Alpinen gekürt. Da ging es noch jeder gegen jeden gewissermaßen. Jetzt heißt es musketiermäßig alle für einen, einer für alle, nur das Team zählt. Also man freut sich schon für die anderen, sonst ist man halt immer für sich. Es macht echt Spaß, weil du sonst immer denkst, komm, den schlage ich zu Hause. Und hier bist du halt einfach, wir verlieren zusammen und wir gewinnen zusammen. Dann ist es egal, wenn ich jetzt verliere oder gewinne in diesem Parallelslalom einmal. Gefahren wird, wie gesagt, im Parallelslalom, also wie bei den Großen. Der einzige Unterschied: pro Team gehen 5 Mädchen oder 5 Jungen an den Start. Die Piste rund 200 Meter lang, 17 Tore müssen umkurvt werden und das alles im direkten Duell. Da müssen auch die Kleinen ganz schön starke Nerven haben, schnell und sicher. Das ist hier das Wichtigste. Also der Start ist anders und man weiß halt dann gleich im Ziel, wer gewonnen hat. Das ist ganz cool. Der Läufer neben dir gibt auch Vollgas und du hast ihn immer neben Blick und so kannst du dich gleich messen mit ihm. Und dann siehst du nicht nur die Zeit, sondern da siehst du teilweise auch den Läufer und das macht einfach Spaß. Das war richtig stark, echt klasse. Gegen Tage schnell, so knapp, ne? Das Tollste an diesem Teamwettbewerb neben dem olympischen Geist, dem Mannschaftsgedanken klar, also das richtig super Tolle ist ja, dass das ganze Spektakel seinen Höhepunkt erreicht in den Finalläufen unter Flutlicht. Dem Fieber natürlich alle entgegen und na klar, das ist natürlich alles nochmal eine Nummer größer und natürlich auch komplizierter. Total, also es macht richtig Spaß, aber man muss sich halt sehr konzentrieren und es sind auch immer jetzt schon sehr, sehr starke Kugeln drin. Und das wird wahrscheinlich eine riesen Kulisse und ich glaube, das wird Hammer. Ja, 19 Uhr ist es jetzt und jetzt geht's nämlich los. Und tatsächlich viele, viele Zuschauer sind da, Teilnehmer, Trainer, Betreuer, Lehrer, Organisatoren, freiwillige Helfer sind gekommen und bilden einen wirklich angemessen, ja, stimmungsvollen Rahmen. So, und die freuen sich richtig. Ja, die drittplatzierten Mädchen aus Nordrhein-Westfalen, die haben gegen Sonthofen gewonnen. Das war schon eine Überraschung. So, und jetzt zum Finale. Finale Tegernsee auf dem roten Kurs gegen Ulm auf dem blauen Kurs. Auf dem roten Kurs die schöne Johanna für das Gymnasium Tegernsee gegen den blauen Kurs mit der Petzl Nadine. Und er setzt sich im ersten Rennen. Erstes Rennen, klare Siegerin. Tegernsee geht 1-0 in Führung. Beide Kurse sind ja nicht hundertprozentig identisch und deshalb wechseln die Kurse nach jedem Rennen, also eine Mannschaft zuerst rot, dann blau und jetzt hier zum Beispiel zu sehen, Tegernsee wieder auf dem roten Kurs. Es steht 1-1. Ja, klare Sache jetzt für Tegernsee. Tegernsee geht in Führung. Waren ja eigentlich auch favorisiert, die Damen. Mal sehen, ob sie es jetzt schon entscheiden können. Ulm auf rot, aber es kommt zum absoluten Showdown, zum Finale. Ulm siegt hier 2-2. Das letzte Rennen muss die Entscheidung bringen. So, das ist aber relativ klar. Man sieht es, der rote Kurs ganz klar vorn. Tegernsee, die Favoritinnen haben sich dann am Ende doch durchgesetzt. Herzlichen Glückwunsch den Mädels vom Tegernsee. Ja, ich finde es total cool, weil wir sind auch hierher gefahren, also wir wollten auch gewinnen und jetzt kommen wir ja wahrscheinlich zur WM und das bedeutet uns schon viel und wir haben ja auch den Vielseitigkeitslauf gewonnen. Ja, also eine ganz tolle Sache für die Mädels vom Tegernsee. So, und jetzt, ja, Kampf der Giganten kann man schon sagen. Blauer Kurs Garmisch-Partenkirchen gegen roter Kurs Oberstdorf. Garmisch führt zu diesem Zeitpunkt nach Läufen 1-0 und Oberstdorf kann hier ausgleichen. Ja, 1-1. Natürlich war im Vorfeld diskutiert worden unter den Experten und alle waren sich eigentlich einig, dass das Ding hier an Garmisch-Partenkirchen gehen sollte. Ganz knappe Entscheidung jetzt hier. 2-1.
für Garmisch-Partenkirchen. 2:1 in Front und jetzt ein Sturz auf dem roten Kurs. Der Sportler aus Oberstdorf stürzt, deshalb schon nach diesem Rennen die Entscheidung gefallen. Bundessieger 2015, das Gymnasium aus Garmisch-Partenkirchen. Der Bundessieger 2015 im Skialpin steht fest. Es sind diese Jungs hier aus Garmisch-Partenkirchen. Jungs, wie fühlt ihr euch gerade? Cool! Ja. Jawohl. Was macht ihr denn heute Abend noch und vor allem morgen? Morgen habt ihr jetzt frei. Also wir feiern und morgen gehen wir andere Sportarten besichtigen, zum Beispiel Skispringen in den Füssen. Ja, und das wird, glaube ich, ganz spannend. Wie waren denn die letzten Tage für euch? Vor allem jetzt mit diesem grandiosen Abschluss. Also richtig nervös waren wir eigentlich schon und wir haben auch das Ziel gehabt, dass wir das so machen. Ja. Ja, super. Ja. Dann, okay. Ja, genau. Ja. Dann schauen wir gleich mal, dass wir einfach noch ein bisschen feiern gehen hier mit den Jungs. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es wieder heißt, Jugend trainiert für Paralympics und Jugend trainiert für Olympia. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.